Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 21 von Simotrans mit dem Comicpack. Wir waren letztes Mal hier in Attendorn, haben diese Bushaltestelle dazu gebaut. Jetzt passt das alles. Ich glaube, wir sind bei den Orten allen durch. Jetzt müssen wir wieder gucken, wie das mit dem Fahrgastaufkommen ist an den Haltestellen, ob wir irgendwo noch Kutschen hinzufügen müssen oder ob wir eine Bahn noch irgendwo bauen. Das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Wir gehen hier in die Listen rein. Listenverwaltung. Ach, was wir machen können, wir können mal gerade gucken. Nein, es gibt noch keine Industrie, noch keine da. Schade drum. Dann gehen wir halt in die Haltestellen. Wir gehen hier auf wartend. Gehen hier auf hoch und runter. Das heißt, wir haben hier in Eislingen Rathaus 138 Leute stehen. Und jetzt weiß ich, dass wir letztes Mal hier schon was gemacht haben, ne? Eisling Magdalenenstraße, das ist hier. Da ist noch eine Pause drin, sehe ich gerade. Da fährt eine Kutsche. Magdalenenstraße, Netfen, Rathaus, die gehen dann da hinten lang. Das ist eine überregionale Linie oder ein Regionalbus. Mittmann, das ist hier mit dem Zug. Zittau, das geht wahrscheinlich auch über den Zug. Jena auch. Eislingen-Zinienweg, der ist hier. Ja, wir müssen mal gucken. Die Kutsche fährt weg. Die ist also kein Stadtbus. Ich schätze mal, wir haben ja zwei Stadtbusse, vielleicht drei. Das ist ein Regionalbus. Das heißt, wir haben hier gerade mal zwei Stadtbusse, also zwei Stadtkutschen. Ich glaube, wir sollten schauen, dass wir da noch eine drauf machen, weil hier diese 48 schon alleine, das dauert ja ewig, bis die weg sind, ne? Das bedeutet, wir gehen nicht mit WASD zur, sag schon, zum Depot, sondern hier mit. Oh, da stehen schon welche drin. Das heißt, wir können hier Stadtbus Eislingen, nee, das ist Regionalbus. Da ist er. Und starten den da ein. Und ich glaube, wir machen tatsächlich noch einen mehr da drauf. Starten die auch Zweier. Ich glaube, zwei reicht erstmal. So, Mettmann ist hier. Dann können wir das erst schließen. Mettmann Erlkönig ist klar. Das ist jetzt hier. Da warten auf dem Zug welche. Weiter Stadt Rathaus ist Zug. Lieselotte-Hermann-Straße. Das ist nicht Zug. Lieselotte-Hermann-Straße. Wo ist die denn? Mettmann, Lieselotte-Hermann-Straße. Ach so, da oben, okay. Dachte schon, etwas verpasst, aber passt schon. Gut. Wie viel sind denn hier drauf? Auf dem Stadtbus Mettmann. Fahrzeugliste, eine. Okay, das bedeutet, das ist definitiv zu wenig. Wir haben hier zwar die Bahnhofsliste, aber einer ist definitiv zu wenig. Das bedeutet... Ne, die Liste können wir da oben bleiben. Ach, das ist Typ wartend und so weiter, okay. Dann haben wir hier noch Stadtbus Mettmann. Starten wir. Und da kommt noch eine Kutsche zum Vorschein. Und wir machen die auch noch da drauf. So, jetzt ist das leer. Aber das passt schon hier, denke ich mal. Wir sind immer noch mit wartend. Und wir sind immer noch hier. Ah, ne, nochmal. Doch, war schon richtig. Zittau Rathaus. Achso, hier fährt auch schon die Bahn lang. Das sind alles Zuggeschichten. Roßlau, Weiterstadt, Attendorn. Alles Zuggeschichten. Roßlau, ja, ist alles auch, selbst Attendorn ist mit dem Zug. Okay, dann brauchen wir hier nichts machen. Die sind da noch schön abgedeckt. Dann gehen wir mal nach Weiterstadt. Und Weiterstadt Haltestelle ist... Rathaus über Weiterstadt Rathaus. Okay, das ist von da nach da fahren. 23. Ja, Rathaus über Weiterstadt. Naumburg Rathaus über Weiterstadt Rathaus. Das ist alles hier lang, ne? Und das sind schon ganz schön viele, die da warten, ne?
Höher Rathaus über Weiter statt Rathaus. Das heißt, die fahren hier hin und dann da unten weiter. Und nach Öhr geht's doch hier unten, glaube ich, ne? Wie viele Kutschen haben wir denn da drauf? Jetzt haben wir sie aber, ne? Fahrzeugdetails, nee, dahin. Drei Kutschen sind da drauf. Ja, das ist schon Zittau. Ich denke, wir sollten hier den Zug verbinden nach Öhr machen und von Öhr fahren wir dann rüber nach Zittau. Und dann mal weiter gucken, wie das hier hinten weitergehen kann. Das ist ja wieder ein weites Stück bis nach Naumburg, ne? Naumburg Hafen wäre hier unten machbar, aber doch der Kim, die Kim sogar hier unten raus. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Vielleicht sollten wir Öhr erstmal anschließen und dann Zittau anschließen. Wartend haben wir bezahlt und wir gehen nochmal auf wartend und sind dann bei Mettmann mit 105 und Eislingen. Die sind aber alle hier schon am Dingens angeschlossen am Schienennetz. Pahlenberg 54, weiter Stadt 50, Lübbecke. Ist auch mit Zug angeschlossen. Roßlau, jetzt sind wir hier tatsächlich nicht so viele. Wo war denn jetzt Öhr? Was wartet denn in Öhr? Das ist die Frage. 23 Passagiere. Attendorn, Netphen, Eislingen, Lübbecke, Mettmann, Bad Zwischenahn, Mettmann, Mettmann, Naumburg, Roßlau. Die warten alle, dass sie nach Weiterstadt kommen, sozusagen. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir hier eine Zuglinie machen, die hier reinkommt, denke ich mal. Das bedeutet, wir schließen das mal. Wir machen das, nee, das nicht auf, das auf. Machen hier. 1, 2, 3, die Straße so verlängert. Machen dort eine Bushaltestelle mit Briefkasten hin, die dann sozusagen das abgedeckt hat. Das ist fehlgeschlagen hier, das war falsch, das machen wir doch nicht so. Mach das nochmal weg. Mach das dann nochmal neu. Also 1, 2, 3, hier muss die Straße hin. Dann da die Bushaltestelle hin, das ist richtig. Genau so ist es. Und dann müssen wir uns überlegen, wie hier der Zug hinkommt, weil die schräge Straße ist natürlich auch wieder prickelnd für einen Zug. Oder da lang. Ja, müssen wir die Straße halt umbauen, ne? So. So, so. Und dann reißen wir ein bisschen was weg. Das und das. Und dann sind wir da erstmal schon mal safe, denke ich. Ja. Dann kommt die Straßenbahn weg. Die Eisenbahn kommt dahin. Und die machen wir mal hier lang. Ja, super. Das geht wieder nicht. Das bedeutet, wir müssen da eine Kutsche bauen. Und hier ging's, ne? Oder wie war das? Jetzt müssen wir gerade schauen, dass wir die Eisenbahn wieder kriegen. Das kann, glaube ich, zu. Und hier ging der Bahnübergang, ne? Ja. Auch sehr spannend, ne? So, dann müssen wir hier überlegen, wie wir da weiterkommen. Müssen auf jeden Fall da hoch. Da müssen wir wieder die Straße kaputt reißen. Dann können wir auch da durchfahren, ne?
Ja, ich glaube, so machen wir's. Jetzt müssen wir nur hier gerade die Bahnstrecke, die Straße austauschen. Also, ne, erst abreißen. Und dann schnell das dahin bauen. Und dann können wir da einen Bahnübergang bauen. So passt's, oder? Erledigt sozusagen. So, jetzt müssen wir nur mal überlegen, von Eislingen nach Weiterstadt, ob wir jetzt zwei Züge da drauf setzen. Ich würde sagen, Eislingen, Weiterstadt, ja, war das, ne? Das sind drei Halter und Eislingen mit man drei. Das sind sogar nach Zittau schon vier Halter. Ja. Hier unten nach Zittau. Aber ich glaube, der Anschluss von Oer nach Zittau machen wir nicht. Ach, das ist die orthodoxe Kirche sowieso nur. Ah nee, dann brauchen wir das gar nicht machen. Da müssen wir jetzt nicht, glaube ich, anschließen erstmal. Nee, dann lassen wir das mal so. Das sind sechs Städte, ne? Drei so. Nee, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Ja, doch. Ja, Mettmann müssen wir trotzdem als Hauptpunkt machen, denke ich mal. Das bedeutet, wir werden jetzt hier einen zweiten Zug anlegen, der dann hier durchfährt, ne? Also hier lang fährt. Der eine hält hoffentlich da an, der andere wird hier anhalten. Ich glaube, oder haben wir schon zwei da drauf? Ich glaube nicht, ne, oder? Nein, wir haben erst einen Zug da drauf. Hier ist noch keiner, ne? Na, da kann ja sowieso noch keiner sein, weil die Linie gibt es ja noch nicht. Ach so, wir haben hier zwei, weil von da oben einer ja noch kommt. Genau so ist es. Okay. Ja, aber das werden wir so machen. So, wie lang ist so ein Zug? Na, das wollte ich jetzt gerade nicht. Lupe ist an, ja. Drei Anhänger hat er, ne? Dampfloks mit drei Anhänger. Eins, zwei, drei, ja. Oder sind es vier? Ne, drei sind es. So, das bedeutet, wir starten hier mit einem Fahrzeug. Oh, der kann schon 90 fahren. Und der nur 45. Das würde bedeuten, wir nehmen mal hier eine neue Lok. Und einen Passagier da dran, Anzüge. Nach was sortieren wir denn? Nach Passagiere und nach Anzahl, ne? Kapazität. Abteilwagen. Kann 70. 70, 65, 90. Ah, das bedeutet, wir werden diese hier nehmen, ne? Das ist der Abschlusswagen, ne? Ramsau-Haus, genau. 42. Ich mach mal wieder so, das passt schon. So, und dann brauchen wir hier einen Fahrplan. Kein eigener, wir machen eine Fahrplanlinie. Und die Linie startet hier. Fährt dann hier runter. Und geht dann nach Zittau, oder? Wo war das hier? Dahin. Wunderbar. Fährt dann wieder zurück, ne? Warte mal. In ich glaube, das war falsch. Das war löschen. Ich wollte das machen. Habe ich, glaube ich, auch vorgelesen, ne? Nochmal. Da lang. Da lang. Hier war Ende, ne? Ja. Und jetzt zurück. Was macht der? Also das, was ich gedacht habe, dass der das macht, macht er gar nicht. Okay, ich muss jetzt die Rückfahrkarte selber ziehen. Aber naja, soll jetzt auch nicht so schwer sein, weil es nur ein Halt ist.
Und dann geht es wieder nach Mettmann, ne? So, das ist ein Regionalzug. Oder das ist ein Personenzug. Personenzug. Mettmann. Also, Jena muss davor stehen und da unten war Zittau, ne? Warte mal, dann können wir hier Zittau schreiben. Und davor muss Jena. Passt jetzt zwar nicht, aber H ist jetzt alphabetisch sortiert, ne? Das machen wir mal da rein, dann passt das da. Linie ist fertig. Bedient Linie Jena, Mettmann, Zittau. Und ist soweit fertig. Und können wir dann starten. So, das sollte gut sein, ne? Der fährt erstmal. Okay, das bedeutet, die andere Linie müssen wir dann noch umbauen. Das müsste ja vielleicht dieser hier sein. Ne, das ist unser neuer Zug. Da ist er. Da müssen wir den Fahrplan ändern. Bedient die Linie das und die Linie wollen wir ändern, genau. Das bedeutet der weg, der weg. Und der weg. Mettmann, Eisling, warte, Mettmann kann dann auch weg. Mettmann, Eisling, Weiterstadt. Der muss auch nochmal weg. Weil dann machen wir Öhr hin. Öhr hat noch keinen Bahnhof, hat gut geklappt, ne? So, Öhr-Lilienweg passt. So, dann ist hier wieder angesagt und ich hoffe, der macht das jetzt. Ja. Dann gehen wir wieder nach Weiterstadt. Weiterstadt und dann nach Eisling. Und Mettmann, Eisling, Weiterstadt, Öhr, Weiterstadt, Eisling. Dann fährt er nach Mettmann. Ja, ich glaube, das müsste so sein, ne? Fahrplan geändert, ja. Fährt er? Ja, fährt. Ich hoffe, das ist alles so richtig. Und er war auch noch an der richtigen Stelle. Ja, dann würde ich auch sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.